Hallo, ich bin Alexander. Mein Namensverwandter und König von Makedonien, Alexander der Große, war im 4. Jahrhundert vor Christus auch im Orient auf Feldzug. Vielleicht hat er damals schon Kaffee probiert. Die archäologische Sammlung befindet sich im Herderbau. Und hier gibt es einen besonderen Ort, um Kaffee zu trinken. Ich sehe mir dieses Café jetzt einmal an. Alexander und ich bin zum ersten Mal hier. Es sieht richtig cool aus. Also könnt ihr mir davon mehr erzählen vielleicht? Ja, es ist Fyka, das Förstercafé im Herderbau. Und es ist halt die Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen. Und deswegen gibt es hier halt das Förstercafé, weil hier ursprünglich die Forstwissenschaften waren. Deswegen sieht es alles so grün aus. Genau, deswegen ist alles so schön grün, Pflanzen und da oben steht es ja auch, Fyka. Hier muss ich meinen Kaffee selber machen. Alles ist von Studierenden selbst verwaltet. Damit Nachschub gekauft werden kann, werfe ich auch etwas ins Gästchen. Man kann halt auch zusammen kochen. Das heißt, wir haben so meistens am Donnerstag, das nennt sich halt so Küfer, also Küche für alle. Da darf man halt, wenn man Lust hat, mitkochen oder kann halt mitkochen, wenn man Lust hat. Oder wenn man halt leider nicht die Zeit dafür hat, wenn man zum Beispiel vorher Vorlesungen hat oder weil man irgendwie sonst Stress oder was auch immer hat, kann man dann halt auch später am Donnerstag hier hinkommen und halt dann hier essen. Das ist halt so unser Event eigentlich. Aber es ist hier also für das Fyka für uns auch so ein kleiner Sozialraum, wo man halt so zwischen den Vorlesungen sein kann. Das hat nichts irgendwie mit der Fakultät, mit sonst irgendwelchen Zugehörigkeiten oder irgendwelchen Kriterien zu tun. Also es ist ein völlig offener Raum. Also wer Lust hat, hier hinzukommen, kann auf jeden Fall hier hinkommen. Es ist immer herzlich willkommen, jederzeit. Danke, Fyka, für die schöne Pause. Wir sehen uns am Donnerstag in der Küche für alle wieder.